In dieser Woche hat der Bundestag eine wirklich historische Sitzung gehabt und ein wirklich historisches, umfassendes Maßnahmenpaket zur Bewältigung der aktuellen Krise beschlossen. Viele haben mich gefragt, warum muss denn der Bundestag überhaupt tagen? Naja, wir haben zum einen eben keine Umlaufverfahren, keine schriftlichen Beschlüsse oder sonstigen digitalen Abstimmungen vorgesehen, sodass wir uns alle nochmal treffen mussten. Und es war eben auch wichtig, Geld frei zu machen, die Schuldenbremse zu lockern, damit jetzt in der momentanen Situation auch den Unternehmen geholfen werden kann. Und wir haben ein großes Paket verabschiedet, es wird Soforthilfen geben, aber es wird nicht nur den Unternehmen geholfen, sondern auch den Familien, die Einkommenseinbußen haben, wird geholfen. Wir haben einen Schutz der Mieter verabschiedet, damit nicht krisenbedingt gekündigt werden kann. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen auf den Weg gebracht und ich würde euch gerne informiert halten, und wer weitere Informationen haben möchte, kann auch auf meiner Homepage schauen. Dort versuche ich, die Dinge, die wir beschlossen haben, bereitzustellen und auch Links zur Verfügung zu stellen, damit man dann auch schnell an Informationen kommt. Also bleibt dran und schaut auch immer auf der Homepage vorbei.